What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, God. Elizabeth. Are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood cause this? Stay away from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait. No. Elizabeth. Warum ist jetzt gerade so ausgerastet? Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampire. Ja, ihr habt es gerade gehört, wir mussten Edgar Swansea verwandeln, weil er dem Tode nahe war. Ja, jetzt haben wir die Zutaten für das Gegenmittel. Beschaffe dir von Lord Redgrave einen Tropfen von William Marshalls Blut. Beschaffe dir von Geoffrey McCollum einen Tropfen von König Arthurs Blut. Suche in der des Pembroke Hospitals nach Insulin. Oh ne, ich muss nochmal ins Pembroke. Aber wenn wir gerade hier sind, nehmen wir natürlich die Fährte auf zum Ding. Wir gehen zum Escalon Club, auch wenn sie uns alle killen möchten. Ich töte sie von mir aus gerne. Ich zerreiße sie alle. Sind ja nur in Anführungsstrichen Skulls und die können mir nichts anhaben. Und jetzt, wo wir auf Level 29 sind, sollten wir eigentlich bis auf Level 39 alles platt machen können. Klar, auf Level 39 wird es ein bisschen haarig, aber immer noch machbar. Wir haben auch Level 30er mit Level 20er gekillt, also mit Level 20 gekillt, so. Und warum nicht, ne? Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Beschaffe dir von Geoffrey McCollum. Habe ich den nicht gekillt?
Nee, der ist dort oben. Das wird ja jetzt eine lustige Angelegenheit. Zuerst das Schlimmste. Zuerst. Wir haben ja jetzt eigentlich alles wieder stabil, nur weil wir was Gutes getan haben. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Sir, you are not welcome. Und wie komme ich jetzt da rein? So eine Fanfrage. Ich komme rein. Ihr Arschkrampen. Aber ich glaube, ich werde nicht unentdeckt da rauskommen. Zum Glück gibt es noch hier den Hintereingang, aber natürlich mitten auch noch im Gang. Darf ich raten? Ich werde gleich angegriffen. Ich glaube, ich muss ein totaler I'm still Ausfall haben. Persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. You're mine! Ja, moin. So. Nein. Au, ich bin nicht ausgewichen. Nicht gerade intelligent, mein Freund. Ja. Oh Gott, ich bin so ein dämlicher Bastard. Ja, gut. Ja. Das nenne ich ein gutes Regenerationsverhalten meines Blutes. Gut. Und wer bist du überhaupt? Die habe ich hier noch nie gesehen. Hä? Wie hast du mich getroffen? So. Wenn wir das haben, haben wir eigentlich das Schlimmste hinter uns. Weil das Pembroke Hospital sollte eigentlich keine schlimmen Skulls vorweisen. Und ihr seid ja alle nur Skulls, oder? Am Hand des Damages schon. Sorry. Ah, was ist da drin?
Hallo, ich brauche ein Gegenmittel. Und auch wenn ich euch töten muss. Da hinten gibt's noch einen Eingang. Zum Glück habe ich den Schlüssel eigentlich. Hallo? Komme ich jetzt nicht mehr da durch? Ja, moin. Ah, hier war's. Gut. Wir müssen nämlich in den Keller. Oder auch nicht. Ich dachte, der versteckt sich jetzt im Keller. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Hat doch gut geklappt. Improvisieren. Schachmatt, würde ich sagen. So. Jetzt habe ich auch zur Vordertür raus. So einfach geht's. Na? Einfach mit der Wahrheit rausrücken, dass wir schon Insiderwissen haben, dann ist es vorbei mit seiner Maskerade. Ich dachte mir nur so, hoffentlich ist es nicht wie bei Mass Effect teilweise, wenn du so einen Spruch bringst, dass er dich, also dass er dann sagt zum Beispiel was wie, so, jetzt ist Schluss mit lustig, ich bring dich jetzt einfach um oder so. Weil er ist ja ein Guter eigentlich, aber er macht es unter dem Deckmantel einer Lüge und das ist nicht ganz so das Wahre. Und wir haben wirklich edles Blut. Das hat der selbst ja auch schon bemerkt, weil wir können Echons erzeugen. Einer der höchsten rangigen Vampire, klar, nicht ganz, glaube ich, das höchste, aber immer noch besser als gar nichts. Immer noch besser als Skulls zu zeugen. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir dahin. Auf dem schnellsten Wege. Einfach dann, würde ich sagen, geradeaus und dann durch den ganzen Schrott. Da oben ist jetzt auch wieder stabil. Das ganze Gekacke. Nein. Sollen sie mich hierhin verfolgen, dann sind sie gut. Dann muss ich sie zuerst auseinanderbringen. Auseinanderreißen, okay, kein Problem. Einfach durch. Ich kann meine Zeit nicht mit so unwichtigem Kack vergeuden. Aber der Ladescreen will das anscheinend. Ich lauf mal nur. Geradeaus meint der. The Swanborough Cordial can be the answer to all your problems. Ja. Sagen sie alle. Und kriegen dann doch nur auf die Fresse.
weil sie auf ihren Glauben vertrauen müssen und das nichts bringt. So. Jetzt beschaffen wir von Geoffrey McCollum einen Tropfen von König Arthurs Blut. Okay. Whitechapel Old Road. Ja, moin, Level 34. 5 Level drüber. Klar, sind auch nur Witzbolde. Nix. Auf die Kette kriegen, aber okay. If McCollum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Wo soll das sein? Good evening, Vampire Hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCollum. I am here because I need you. Zum Glück habe ich ihn nicht gekillt. I'm intrigued. Oder zum Vampir gemacht. Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you... You found Marshall's memoirs. We should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCollum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Gerne. A creature called a disaster is about to be unleashed. It falls upon me, as once it did Marshall, to stop it before the whole country is ravaged. I should have destroyed that book. And yet, I wish I could join this battle alongside you. But this crusade is not mine to fight. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. I see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Warum ist er überhaupt auf dem Friedhof? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's buried here. Were both your parents killed by vampires? Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who was this man? Carl Eldritch, one-time leader of Priwen. He killed my father in front of me, helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. What will the guard of Priwen do now? Will you stop the great hunt? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Like me? I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those St. Paul Stoll brothers. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Adieu, Vampire Hunter. Until we meet again, Blood Drinker. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Jetzt fehlt nur noch das aus dem Pembroke. Kack. Okay, wir können hier einfach nur durchgehen. Dann müssen wir auch nicht mehr von den
Huntern irgendwas befürchten. Dein Ernst gerade. So. Was machst du jetzt, alte Schabrulle? Hey, Schabrulle. Es ist vorbei. Ja, moin. Gott, jetzt habe ich noch die Jäger auf mich gehetzt. Wollte ich doch nicht. Zur Hölle mit euch. Das hat er jetzt nicht gemacht, ne? So, dann machen wir das noch so und so und ja, moin. Jetzt fehlt nur noch die Zutat bei Pembroke. Finde ich schön. Euer Ernst gerade. Ah, die sind jetzt weniger stark, aber dennoch, ich habe keinen Bock drauf. Haha. Und wieder mal bin ich so schnell, dass ich, ja. Das Gefüge zum Anhalten verlasse, also veranlasse so. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. So. Jetzt ist nur die Frage, wo. Könnte heute die kürzeste Vampire-Folge sein, die ich je aufgenommen habe, weil je nachdem, was wir danach machen müssen, mache ich da nicht mehr weiter. No? Weil ich möchte es nicht durchrushen, aber wir sind einfach nirgends hingekommen, deswegen habe ich teilweise echt Stunden einfach nur rausgehauen, weil wegen sowas. Was bringt mir irgendwie... Ja, rumgehampel, rumgelaufe. Das will keiner sehen. Na? Ja gut, die Kanalisation, okay, aber das haben wir dann auch nur gemacht. Eigentlich. Wir sind danach nicht irgendwie noch 100 Kilometer weiter gerannt und haben noch das eine oder andere gemacht. Nee. Wir haben die Türen aufgeschlossen, haben dort ein bisschen gesäubert. Warum sind jetzt hier drinnen noch Pembroke Vollpfosten? Also, Pembroke. Auf so engen Gängen finde ich es nicht witzig. Nix die.
So. Das war's. Da wären wir von der anderen Seite reingekommen. Was finden wir sonst noch? Ich glaube, wir müssen ein Stockwerk tiefer. Oben wird man nichts finden, habe ich so das Gefühl. Nur unnötige Kämpfe. Außer es ist vielleicht hier im Labor. Ich brauche aber Insulin, mein Freund. Dich, der matche ich an schon mal. Ach, jetzt möchte noch einer von denen Ärger, oder wie? Warum muss ich mich mit so Müll umgeben? Wenn du jetzt schon der Boss wärst, okay, dann wärst du kein Müll, dann hättest du vielleicht noch irgendwas, was mir irgendwie Schaden zufügt. So, weg. Arschkrampe. Mit euch will ich nichts zu tun haben. There it is. Da. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis. And much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Cool. Dann müssen wir hier gar nicht weiter stöbern. Wo war der andere Ausgang? War der hier? Weil da könnte ich dann nebendran gleich weiter. Puh. So gefällt es mir. Insulin. So läuft es. Aber es ist trotzdem bei 30 Minuten schon angelangt. Unsere schöne Zeit, aber auch nur, weil ich mich mit so Dorfpratzen irgendwie anlegen musste. Einmal im Escalon Club, einmal jetzt hier. Unterwegs hatte ich ja nicht gerade viel, was mich aufgehalten hat. Klar, sie wollten es, aber haben es nicht gemeistert. Deswegen, naja, Pech gehabt, würde ich mal meinen. Zum Glück. Ja, deswegen wollte ich auch im Hospital eigentlich sein, weil da habe ich direkt am nächsten einen Unterschlupf. Und wäre bei Swansea in der Nähe und beiden, ne? Könnte somit gleich allen irgendwie behilflich sein. Wo ist sie nur hin,
Was soll ich jetzt tun, um das Gegenmittel herstellen zu können? Okay. The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Oh Mann. Versuchskaninchen. Ich habe das Gemälde und ich bin bereit, Harriet Jones oder das, was Elizabeth verderbtes Blut aus ihr gemacht hat, aufzuhalten. Als Vampir wie als Arzt bin ich Londons letzte Hoffnung. Ich bin bereit, meine Rolle in diesem tragischen Stück zu spielen. Aber wir haben nämlich unseren Schöpfer gar nicht gefunden, um den, den es die ganze Zeit geht. Wie komme ich nochmal dorthin? Ja, ich glaube, ich weiß wie. Ich gehe durch die Kanalisation bei Swansea rein. Swansea, wie hieß es? Bei dem alten, guten Haudegen. Den wir ebenfalls verwandelt haben. Jetzt müssen wir wirklich wieder ins West End Viertel und dann hier runter. Gut. Ja, ist klar, beschießt mich, ihr kleinen Bratzen. Und du lauf immer dort in die Scheiße rein. Nein, sehe ich nicht so. Die Texturen sind nicht mal da. Also egal was die, so, ich hatte ja heute ein Update am 3.7., wo ich jetzt gerade alles aufnehme, ne? Die haben da nicht wirklich was verbessert, muss ich sagen. Bei einigen Sachen steht auch, dass man, also einigen Sachen steht auch, dass man zuerst ein neues Spiel anfangen muss und da finde ich das einfach zum Kotzen. Und wenn sie kein neues Spiel Plus haben in diesem Sinne, wo es einfach heißt, yo, ihr dürft eure Fähigkeiten übernehmen, dann, naja, finde ich das schon recht makaber, weil man kann so, wenn man nicht gerade alles tötet, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, dann kann man schon ziemlich mächtig werden. Also, nö, dann kann man eben nicht ziemlich mächtig werden. Und das finde ich halt scheiße, meiner Ansicht nach. Weil man kann sich selbst dann entscheiden, will man jetzt wirklich so stark werden oder eben nicht. Ja, ja, brüllt ihr nur rum. Solange ihr mich nicht angreift, ist alles tutti, würde ich sagen. Oh ne, welches Level hast du nun? Sag nicht, du steigst. Hey, Kleiner. Ich wollte schon sagen, hoffentlich steigst du im Level nicht mit, Mann. Das ist einfach nur dein Gebietslevel. Weil sonst wäre es jetzt ein bisschen unschön geworden. So. Hallo, die Herren und Damen und überhaupt. Ich muss mal kurz hier lang. Denn die Kanalisation wartet auf mich. So. Entweder kommt jetzt der Endfight oder es kommt dann auch ein Plot-Twist, wo es dann weitergeht. Und ich würde schon fast sagen, es gibt dann noch einen Plot-Twist. Dass es irgendwas nicht funktioniert oder keine Ahnung. Auch wenn das Gegenmittel jetzt hergestellt wurde. Jetzt wird es nochmal 9 Minuten lustig, weil länger möchte ich eigentlich nicht mehr spielen. Für heute.
Hallo? Und die Ladeszenen sind auch noch recht zeitraubend. This place has been ransacked. They've all been slaughtered. Prewin. No, not their style. Was ist hier passiert? Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Oh Mann. Euer Ernst? Sagt ihr doch, das ist ein Plot-Twist und die Skulls sind im Arsch. Alle, die irgendwas im Kopf hatten, sind nicht mehr da. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Die lebt sicher noch. Im Abhauen scheint sie ja recht begabt zu sein. Oh. Hey. Papi. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate, vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier, the well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse, born from, drenched in, and driven by the blood of hate.
What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands, for you are our champion. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Bin ich immer. Danke, darf ich jetzt gehen? These poor skulls didn't stand a chance. This is despicable. Noch einen kleinen Snack, bevor das Hauptproblem beseitigt werden muss. Also doch, heute ist schon der letzte Part. Wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Oh, die hat auch so einen scheiß Kackarm, und spuckt giftige Säure da. I'll be glad to be of assistance. Oh, like your help, Doris. Laius, all of you.
I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Okay, es gibt noch einen Kampf. Und wir haben uns geheilt irgendwie. Keine Ahnung, was das sein soll. Hä, das hat mich doch nicht mal getroffen. Aber du bist nur auf Level 35. Was, ich bin nicht bereit. Ich bin mehr als bereit. Die trifft mich einmal mit ihrem scheiß Gift. Die ist die Ursache der ganzen Scheiße. So. Hoffe, das tut weh. Olle Kuh. Haha. Ah, blöd bin ich nicht, ne? Nö. Sehe ich nicht ein. Sehe ich immer noch nicht ein. Und wenigstens nimmst du nicht wie deine Tochter lauter Dödel, die dich verteidigen. Fand ich nicht so genial. Was? Wo warst du eine gute Mutter? Hör auf, so einen Scheiß zu erzählen. Wow, du kannst auch zuschlagen. Also der erste Kampf zwischen euch, ne? Also zwischen mir und deiner Tochter war auf jeden Fall spektakulärer. Muss ich schon ganz schön gestehen. So, jetzt mache ich das da. Au. Nö, sehe ich nicht ein. Au. Hallo? Bist du dumm? Bist du des Wahnsinns? So, einmal. So, einmal. Dann machen wir Folgendes. So. Hauen da mal drauf. Bumm. Und bumm. Und. So. Tat's weh. Oh, wie niedlich. Ja, mehr muss man gar nicht machen. Wenn das wirklich der Endboss ist, dann ist die ein Witz. Zumindest gegen ihre Tochter. Nein, sehe nicht ein. So. Klar, dein Gift tut ein bisschen weh, aber... So, einmal drauf, dann hier nochmal drauf. Au. So. Und jetzt. Au. Garantiert nicht, olle Dreckskuh. Sagt der eine, ich sei noch nicht bereit, Mann. Will der mich verarschen? Das nächste Mal, wenn ich die Ulti habe, ist vorbei. Die Heuchelei. Vielleicht auch schon vorher, Mann. Guckt euch an, wie viel Schaden ich der austeil. So, fertig. Es ist vorbei. Hasta la vista. Einfachster Bossfight ever. Weg. Haha. How intensely, how irritating.
Aha. Ja, moin. Aha. Aber du bist schwächer als die Dorothy, ey. Willst du mich verarschen? Kann ich das machen? Ja, wenn ich das machen kann, läuft's gleich weiter. Ich hätte jetzt gedacht, du bist Level 40 oder so. Aber nein, bist du nicht. Was? Ich kann mich nicht auffüllen? Was ist denn das für ein unfairer Bossfight? Hä? Wie können die mir Schaden zufügen? So. Au. Wie kann das mich noch erwischen? Oh Gott, nee. Ja moin, hat die mich jetzt gerade runtergeknüppelt auf diesen minimalen Lebensstrang? Ja moin, wie soll ich die denn killen bitte? Klar, am Anfang ist recht legitim zu besiegen, aber danach wird's ein bisschen heftig. Ich müsste ja schon fast wieder raus und noch kurz Seras herstellen. Alles andere, naja. Weil schwierig ist sie wirklich nicht, die gute alte Torte da. Ne? Aber macht halt das Ganze ein bisschen schwieriger. Und wenn ich jetzt einfach so... Nee, aber sag jetzt nicht, ich muss die alte Harriet noch besiegen. Ja, moin! Ich darf die jetzt wieder besiegen.
Was ist denn das für ein unfairer Bossfight? Okay. Ich muss das mal folgendermaßen angehen. So. Ja, ja. Dann nähere ich mich wieder. So, hau ihr zweimal eine rein. Und dann soll es gewesen sein. Ich muss mich irgendwie mit Full Life gegen die andere Schabracke. Auseinandersetzen. So. Au. Das wird aber nicht möglich sein, denke ich mal. Weil die trifft mich jedes Mal wieder. Au. Deswegen haben sie wahrscheinlich den Kampf auch nicht so spannend gestaltet. So, full. Oh, verdammt. Okay. Zum Glück sterben die nach einer Weile. Eat
Ich muss mich dringend wieder regenerieren. Hat das jetzt keine Wirkung mehr auf? Sieht nicht schlecht aus, ne? Aber es kann auch alles passieren, je nachdem, was jetzt noch raushaut. Wow. Einfach Dark Souls-Manier. Und wir haben sie. Wir sind bereit für diese Scheiße. Und natürliches Desaster. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Moment mal, war das nur ein Spiel zwischen euch beiden, ihr Knilche? Meine Fresse. So, it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suaskal territory. But they were all massacred. By the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suaskals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's all over now. The epidemic has been stopped. Yes. You prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize. Really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed. Newborn vampire stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now?
I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you, really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Okay. Wenn wir... London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now, my craving for blood remains. Red like hate. Red like hunger. Red as life and death passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Jetzt wird's noch interessant, oder wie? Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Ja, ja. Definitiv die gesunde Überträgerin. Was will jetzt mein alter Vater nochmal hier? Im übertragenen Sinne natürlich. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother. My dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way. But you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. What does she seek? Revenge? Retribution? She seeks nothing. Since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant Ghostly Queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds.
Why did Harriet Jones become a disaster? You are the doctor. You hold the knowledge needed to answer such a question. Have you the answer? I noticed that all the Ikors were female, as if a male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter and resentful woman, as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Ikors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics? Or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the Blood of Hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. What will happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become of the vampire hunters? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. Edgar, are you serious? In a manner, you opened the way for him by slaying Usher Talltree. Clever, if you had planned it. But a mistake most sinister if you did not. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a secret you will discover soon enough. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons, and to bid them fare thee well. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words, you no longer hear the simplest ones. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawn of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now, too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. The blood of the champion I chose to save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But
he failed in the end. And for centuries, the land suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. This is madness. How many have you created? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. So that is all we are to you. Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil. No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly, then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you soon. Hm. Und jetzt einfach alles auf einen Streich wird einfach mal alles sozusagen, ja. It's locked, all right. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Ja, hier, jetzt kannst du natürlich alles erfahren, ne? Oh Mann. Klar, hat immer noch ein bisschen in Rätseln gesprochen, aber trotzdem. Ach, und darüber kann ich mich jetzt nicht porten, das ist so ein Witz. Alter Grabstein, Mary Englewood gewonnen. Oh Gott. Robin Englewood. Grabsteine, ne? Mit wichtigen Leuten. Kennen sie zwar nicht, aber ich denke mir mal, dass es wichtig ist. It's locked. The lady of the manor isn't expecting visitors. Ja, moin. Aber wir haben den Weg gefunden. Imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. She must be here somewhere. Alter Brief, werte Lady Ashbury, haben Sie vielen Dank für Ihren jüngsten Brief und all die guten Neuigkeiten, von denen es zu berichten wusste. Ich kann es kaum erwarten, Sie endlich kennenzulernen, wenn Sie in London eintreffen. Der Garten liegt unter dem Sommerhimmel wunderschön. Da ich habe aber nicht vergessen, dass Sie aufgrund Ihrer anfälligen Gesundheit Hitze und direkte Sonnenlicht zu meiden wünschen. Sie sind jederzeit willkommen, wir können dann über Ihre wundervolle Idee sprechen. Ein Waisenhaus für junge Damen nach dem Vorbild des französischen Maison Royal des St. Louis zu öffnen. Leider wurde dieses Jahr geschlossen, als die Franzosen sich entschieden, oh Gott, ich will diese Worte gar nicht zu Papier bringen, ihrem König den Kopf abzuschneiden. Für einen solchen Ort, der begabten, aber armen Waisenmädchen Zugang zu guter Bildung gewähren würde, könnte meine Freude hier in der Stadt sich mit Sicherheit begeistern. Sie können darauf zählen, dass ich Sie mit meinem Einfluss dabei unterstützen werde, Ihr Vorhaben zu einem großen Erfolg zu machen. Hochachtungsvoll, Gräfin Alexandra Somerset. Okay. Jetzt gibt es noch ein bisschen Briefe für uns. Huh.
Zimmer. Hm. Journal von Reed, von Ashbury. Elizabeth, my love. You allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Ja, definitiv. This castle is falling apart. Bild von Lady Ashbury in Paris, 1888. Und tschüss. That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here, and recently. Die will doch nur nicht gefunden werden, ja. Das ist doch ein Abschiedsbrief. Dokument aus dem Jahre 1907. Sehr geehrte Lady Ashbury, hiermit bestätige ich Ihnen, dass meine Männer am nächsten Montag zu Ihrem Schloss kommen, um mit den neuen Arbeitern der Krypta und ihrem Zugangsbereich zu beginnen. Die Pläne sind abgesegnet und ich werde persönlich vor Ort sein, um den Einbau der von Ihnen erbetenen Schlösser und Sicherheitsvorkehrungen zu überwachen. Seien Sie außerdem versichert, dass meine Männer die Anweisung haben, niemals die Krypta selbst oder den ersten Stock des Schlosses zu betreten. Ich muss zugeben, dass ich stolz bin, die Arbeit fortzusetzen, um zu verbessern, die mein Urgroßvater damals 1995 für ihren Vorfahren begonnen hat. Mit hochachtungsvollen Grüßen, Angus McAllister. Also gibt es noch eine Krypta. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Here's another switch. I should keep looking. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Das ist wahrscheinlich für die Krypta, ne? Das war wahrscheinlich der Abstellkeller. This painting looks suspicious. Welches Gemälde? Das da? Dein Ernst? Verehrte Miss Ashbury, Sie haben mich um die Überprüfung einer großen Sage von der Temple Church in London in die Krypta von Schloss Ashbury in Schottland gebeten. Ich freue mich, Ihnen vermelden zu können, dass Ihre Ersuchung endlich genehmigt wurde. Blablabla. Aha. A sword and a moon are the symbols I should look for. Ja, moin, es hat mich einfach geportet, ja. Türe aufgeschlossen. Warum konnte ich das? I cannot enter. So, und Momenti, dann machen wir das dort drüben auch noch auf. Tada. Da wäre wohl der Haupteingang mal gewesen. Nein.
one last switch, and... Wenn ich den jetzt noch finde, heißt es... Das ist eine Blume, kein, hier hinten. Voilà. Und wo ging das jetzt auf? Hier? Okay. Geil. Nochmal was. Mir ist ein Engel erschienen, gelobt sei der Herr. Michael erschien mir letzte Nacht in seiner ganzen Herrlichkeit, die prachtvolle, blutige Gestalt, um mir in der Abdämmerung meines Daseins das ewige Leben zu schenken. Die Erscheinung war so erhaben und schrecklich, dass ich nicht anders konnte, als mein Haupt zu senken und meine Augen zu schließen. Getroffen vom göttlichen Geschenk sank ich zu Boden und erwachte erst am nächsten Abend. Du wirst mir dienen, wie du deinen Königin dientest, sagt der Engel, er mich mit seiner geballten Macht niederstreckte. Du wirst dieses Land in den kommenden Äonen beschützen. Von nun an soll ich mich vor allen verbergen, die mich kennen, damit sie mich für tot halten. Bald werde ich der Gesellschaft der Menschen entsagen, um meinem neuen Ziel zu dienen. Gelobt sei der Herr. 1350. Letzte Nacht erschien mir Michael in meinem Unterschlupf unter dem Temple George und trug mir auf, mich auf meinen Kampf vorzubereiten. Das Land muss gerettet werden. Der Tod ist überall. Der schwarze Tod, eine Epidemie, die der Teufel selbst geschickt hat, um die Sterblichen auf der ganzen Welt zu bestrafen. Ich bin gewappnet. Im Namen Gottes werde ich die Feinde der Menschheit vernichten. England wird obsiegen. 1569. Mein Kampf gegen den Teufel tobt nun seit 20 Jahren und sein Ausgang ist ungewiss. Von Zeit zu Zeit bricht die Pest, der schwarze Tod, in einem Dorf oder einer Stadt wieder aus. Und jedes Mal strömen die bösen Diener der Hölle herbei, um sich am Leid der Sterblichen zu laben. Vampire, entsetzliche Kreaturen. Ich lasse nicht zu, dass dieses Land zusammenbricht. Bis zu meinem letzten Atemzug werde ich England dienen und beschützen. 1578. Heute Nacht stieß ich in dem kleinen Dorf Hotston auf die erlesenste Seele seit langer Zeit. Sie sang für die Toten, sang für jene, die sie gekannt und geliebt hatte. Dahingerafft vom neuesten Ausbruch der Pest, ohne um ihr eigenes Leben zu fürchten. Ihre Stimme rührt mich an, also entschied ich, sie leben zu lassen. Als Lohn für ihre Tugend und äußerst gottesfürchtige Haltung bot ihr das ewige Leben an. Ihr Name ist Elizabeth Englewood, also war sie das. Ich bin nicht mehr allein. Zusammen werden wir in den kommenden Äonen Gott in all seiner Herrlichkeit preisen. 1618. Mir bricht es das Herz. Meine Seele blutet. Heute Nacht hat mich meine geliebte Elizabeth verlassen. Ich habe sie alles gelehrt, was ich wusste, alles, was sie wissen musste. Nun muss sie ihren eigenen Weg durch die Zeitalter beschreiten. So lautet ihr Wunsch, und diesen werde ich achten. Elizabeth Englewood, meine liebe Tochter, ist vor... Denn ab sofort will sie Elizabeth Blackwood genannt werden. Ich habe ihr etwas versprochen. Sollte sie je nach Hudson zurückkehren, wird sie mich dort finden, als Inhaber des Bull Inn, das ihren Eltern gehörte, ehe sie starben. Jetzt, da der schwarze Tod besiegt ist, wird auch William Marshall von Zeit zu Zeit verschwinden. Bis wir uns wiedersehen, werde ich als William Throne auf die Rückkehr meines Engels warten. Was zum Gott? Geier passiert da teilweise. 1665. Der Teufel ist wieder am Werk. Die Pest ist wieder da und rafft in London Tausende dahin. Ich muss das Bull Inn verkaufen und mich dorthin begeben. Wieder einmal wird William Marshall das Land beschützen. 1666. Was habe ich getan? Ich habe mich vom Teufel anstecken lassen. Gott vergib mir. Die entsetzliche Kreatur, die ich besiegen musste, war ein Dämon aus der Hölle selbst. Eine fleischgewordene Abscheulichkeit und Apokalypse. Ich musste das furchtbare Wesen in der St. Paul's Kathedrale einsperren und das Gebäude in Brand setzen. Ohne Michaels Rat hätte ich meinen Feind wahrscheinlich nicht besiegen können. Die Flammen reinigten die Stadt von Dämonen, aber die Hälfte Londons brannte nieder. Seither träumte ich vor einem roten Flut von Blutsvergießen und Zorn. Es ist, als ob das Desaster mein Blut, ja sogar meine Seele verdorben hätte. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten fürchte ich mich, ich werde in meinen Unterschlupf zurückkriechen und zu Gott zu Gnade und zu Gott um Gnade für meine erkrankte Seele beten.
Elisabeth war bei mir. Sie sagte, sie hätte meinen Pein gespürt und mich retten wollen. Meine arme Tochter, geblendet von Zorn und vergiftet von Blut des Hasses, bis ich sie ergriff. Die Flucht, schockiert von meinem Verrat. Ich lachte und weinte, während sie mich verfluchte. Gott, habe ich dich verraten? Hast du mich verlassen? 17.12. Meine Gebete wurden erhört. Ich habe die Kraft gefunden, dem Verlangen nach Blut zu widerstehen, dem niemals endenden Hunger. Meine arme Elisabeth, wirst du mir je verzeihen? Ich habe gehört, dass du nun tötest und dich deinem neuen Abkommen als Blutvergießen erfreust. Du bist hier das Opfer. Was habe ich getan? Ich schwöre, ich werde einen Weg finden, um wieder gut zu machen, was ich dir angetan habe. Ich schwöre, ich werde nicht ruhen, bis ich weiß, wie ich das Blut des Hasses besänftigen kann. 1785, die Bruderschaft von St. Paulus Stola hat endlich zugestimmt, sich in London mit mir zu treffen. Sie hat ein Treffen den St. Paul Kathedrale vorgeschlagen. Der Geist und die Ernsthaftigkeit dieser Männer gefallen. Ah, das haben wir gelesen. Dort wählen, an dem ich dieses Desaster besiegt habe und an dem ich gefallen bin, habe ich ihrem Vorschlag zugestimmt. Dort in der heiligen Stille der Kirche unter den. Wo waren wir da? Verlangen, die Sternenfresserin bestand darin, Tod, Pestilenz, bla bla bla. Rezept alles zu sein. Es kann jede in die Finsternis. Das haben wir gelesen. Gepriesen sei der Herr, seit über 100 Jahren bin ich auf der Suche nach einem Heilmittel für das Blut des Hasses. Aber jetzt habe ich es vielleicht gefunden, bald wird die Wut ein Ende haben. Bald kann ich das von mir begangene Unrecht wieder gut machen und meinen Fehler berichtigen. Jetzt muss ich nur noch die nötigen Zutaten für den Trank beschaffen und ihn zubereiten zu können. Blut aus dem Rhein, bla 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 bla. Der letzte Teil ängstigt mich. Aha, so, es erläutern, um meine Fehler zu korrigieren. Ich bin. Ja. Also, das war's dann, würde ich sagen. Haben wir jetzt die ganze Kacke gelesen und können noch weiter in die Krypta vordringen. Wo sie warten wird. Abandon this then? Shall we lower our heads? No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, Father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. I know, Father. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall. First Earl of Pembroke, servant of five mortal kings, former regent and savior of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Doctor. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier, I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. Where are we? What is this place? This is the Ashbury Estate. I inherited the title when I purchased the castle.
Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the antidote? Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was, and still is. What do you do for him? I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet you give him your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dangerous? What do you think? He is a thirsty Ekon, who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. Can he communicate? Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. No redemption, then. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. We could cure him. It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on him. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury. And that's all I wish to be. I need to know more. I want to know who you really are. Where you were born. Where you lived. I was born Elizabeth Samantha Mary Englewood in 1551 in Hertfordshire. My parents owned a pub in Hoddesdon.
Are you satisfied? How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Why did he choose you? You should ask him that. Did you ever blame him? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse. Forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Yes? Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. I think your hearing is fine, sir. What is it you want, then? I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you about vampires. Vampires?
What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have seen and fought many in my time. Foul temptresses with sharp claws and shrieking beaks. I have never seen such a creature. What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift, and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and godforsaken place full of ghosts and pestilence. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once, but she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the red song. The steps she danced to its melody brought pain upon the world. Do you remember Murden, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Murden, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink it from the throats of the unworthy. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Hier mache ich einen Cut. Es geht mir langsam zu lange. Wir haben schon fast 2 Stunden, von daher, ja, ich dachte, wir gehen jetzt noch rein, reden mit Elizabeth und dann ist fertig, aber scheinbar nicht, es geht noch eine Weile, vielleicht noch 20 Minuten, dann bringe ich die im nächsten Part, ich hoffe, ihr seid dann auch mit von der Partie, bis zum nächsten Mal, tschüss.